5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog, beziehungsweise heute eher zu einem kurzen, ich will es wirklich sehr kurz halten, ein Informationsvideo. Und diejenigen unter euch, die uns auf Facebook, Twitter und vor allem Instagram, da sind wir wirklich am aktivsten verfolgen, wissen bestimmt, worauf ich jetzt hinaus will. Wir möchten euch nämlich unser neues Familienmitglied vorstellen. Und bevor ihr euch jetzt minutenlang die Frage stellt, Jule, was hast du da im Gesicht? Das hier ist Penatencreme, denn ich habe den größten unterirdischen Pickel der ganzen weiten Welt und deswegen, das ist ein Must-Have in my face. Und auch meine Haare, alles ist strubbelwurbel, ich sehe müde aus. Ich habe nämlich vorhin Hayley zum Mittagsschlaf hingelegt und das Kind ist gerade eingeschlafen. Welche Mama kennt es nicht? Ich wollte gerade aus dem Zimmer raus und in dem Moment hat sie sich so doof irgendwie verschluckt, dass sie im hohen Bogen alles vom Tag ausgespuckt hat. Das heißt, ich musste erstmal die Betten beziehen und so weiter und so fort. Und an Schlaf war denn gar nicht mehr zu denken. Wir haben es jetzt exakt 16.15 Uhr und ich möchte unbedingt, dass dieses Video heute online kommt, dass ihr mal wieder was von uns hört. Denn ihr habt ja bemerkt, es ist im Januar nicht ganz so aktiv um uns gewesen, was so die Videos angeht. Das war alles so ein schleichender Prozess. Aber ich glaube, der Januar war irgendwie so der Monat. Wir haben das Jahr 2017 so richtig dann sacken lassen und ich konnte mich nicht so richtig, ja, aufraffen wäre jetzt das falsche Wort, weil wir haben hier im Haus ganz viel getan. Wir haben ausgemistet, aufgeräumt, Flohmarkt gemacht, irgendwie so wie so ein, ja, Neujahrs-Frühjahrsputz, irgendwie ganz komisch. Und Hayley fordert uns auch momentan, die wird ja auch immer größer, ihr seht das ja auch in den Vlogs, wie mobil sie ist, wie wortgewandt. Also sie ist so ein richtig aufgewecktes, neugieriges Mädchen, was natürlich auch, ja, gestillt werden will, was Wissen und die Welt angeht. Und deswegen seid ihr halt ein bisschen zu kurz gekommen, aber das soll sich natürlich jetzt auch wieder ändern. Denn jetzt so langsam schleicht sich wieder eine gute Routine ein. Wir sind jetzt wieder aufgeladen. Omi ist jetzt gerade oben bei Hayley und spielt eine kleine Runde, damit ich euch eben ganz kurz berichten und erzählen kann, wer hier Neues bei uns am Start ist. Viele von euch, die uns schon lange auf unsere Reise hier durch den Alltag begleiten, wissen ja, dass vor einiger Zeit unser geliebter Runi von uns gegangen ist. Und das war eine wirklich ganz, ganz schwere Zeit für uns, das wisst ihr ja. Und gerade auch für Omi. Und als das ganz aktuell war, vor über einem halben Jahr, haben wir gesagt, uns kommt kein Hund oder Tier mehr ins Haus. Denn diesen Schmerz und diese Trauer, die man hat und bewältigen muss, ja, lässt einen immer, das habe ich schon von so vielen Tierhaltern gehört, dazu neigen zu sagen, man möchte das nie wieder sich selber antun. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, wenn man einmal einen treuen Begleiter hatte, dann möchte man das irgendwie doch nicht mehr missen. Und ja, dann passiert es so, wie es jetzt bei uns auch passiert ist. Gerade auch für die Omi, die hat natürlich sehr, sehr gelitten. Und ja, jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Deswegen haben wir das hier auch nicht gerade großartig angekündigt und mit euch geteilt und alles aufgenommen. Wir haben Omi damit quasi überrascht. Der liebe Kalle, so heißt nämlich unsere alternativ englische Bulldogge, falls ich das noch gar nicht erwähnt habe. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen Schlafmangel. Der kleine Raudi, ja, zerrt so ein bisschen an unserem Schlaf, denn wir haben den Welpen geholt mit 10,5 Wochen. Ich habe euch letzten Sonntag auf Instagram ein Bild von Kalle gepostet und drunter geschrieben, ob ihr ein paar Fragen habt. Und die wollte ich jetzt auch beantworten. Natürlich nicht alle, denn es sind über, Leute, über 100 Kommentare gewesen, meine ich. Ich wollte nur so die häufigst gestelltesten beantworten und dann lieber euch gleich mal den Kalle zeigen. Denn ihr sitzt jetzt bestimmt vorm PC und denkt, Jule, sappel hinne. Wir wollen den Kalle kennenlernen und sehen. Und deswegen, bevor ich die Fragen beantworte, werde ich euch jetzt ein paar Szenen von Kalle einfach mal einblenden, dass ihr ihn schon mal live gesehen habt. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me.
away from you. I'm gonna hold you tight, 'cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me. Ich sehe wirklich sehr, sehr müde aus, aber so ist es und so bleibt es jetzt auch erstmal. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt und euch dahingestellt. Kalle liegt bei mir auf dem Schoß und werde jetzt 2, 3, 4, 5 Fragen beantworten, bevor meine Freundin gleich kommt und wir auch ordentlich was zu schnacken haben. Also, unter anderem wurde ganz oft gefragt, was ist denn das für eine Rasse, der kleine Kalle? Ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, mein Gehirn lässt auch zu wünschen übrig. Kalle ist eine englische Bulldogge, alternativ nennt man die. Also der Papa ist eine normale englische Bulldogge, so wie es Rooney auch gewesen ist. Und die Mama ist eine Old English Bulldog. Jetzt blinkt auch noch der Akku, ich fasse es nicht. Dann wurde gefragt, wo schläft Kalle denn nachts? Bei Omi? Fragezeichen. Also wir haben hier so ein Lager, das werde ich euch gleich nochmal zeigen. So sieht es hier derzeit gerade aus. Ja, aus unserem Wohnzimmer wurde quasi ein Welpenlager. Alles wurde umstrukturiert, umgebaut. Hier haben wir es zugemacht, hinten, wo man durch die Couch kann, dass er auf die Seite gar nicht kommt, weil hier natürlich auch Kabel und alles ist. Und der Tisch wurde zur Seite gerückt. Wir haben bei eBay Kleinanzeigen sogar nochmal so ein Laufgitter besorgt, damit er hier auch mal zur Ruhe kommt und sich auch mal dran gewöhnt. Gerade auch, wenn man dann mit Kind hier spielt. Das ist alles nicht ganz so einfach zu handeln, denn so ein kleiner Pups macht ganz viel Quatsch, wie Norman bei Feuerwehrmann Sam, ein kleiner Frechdachs. Und ja, hier haben wir noch eine Box gekauft, damit er davon alleine immer reingeht und das schon beschnuppert für Transporte, wie heute zum Beispiel auch zum Tierarzt, dass das für ihn nicht mehr befremdlich ist. Und hier schlagen Ralf und Omi immer abwechselnd die Nachtschichten. Ich kann das ja leider nicht machen, weil ich ja bei Motte schlafen muss. Die braucht mich ja noch in der Nacht. Und hier ist der kleine Knirps und ruht sich gerade aus von seiner letzten Quatschschicht, die er eben hatte. Denn er hat ganz, ganz süß und liebevoll wieder mal mit seiner kleinen Motte gespielt. Die beiden sind wirklich so, Leute. Und machen richtige Nachtschichten. Das heißt, Kalle wollte ich schon sagen. Ralf und Omi wechseln sich ab. Ich muss ja bei Motte weiterhin schlafen. Die brauchen mich ja in der Nacht. Und deswegen schläft Kalle hier im Wohnzimmer, die beiden abwechselnd auf der Couch mit dem süßen Spatz und wechseln sich ab, bis er auf jeden Fall stubenrein ist. Das ist momentan Priorität Nummer 1, dass der kleine Kerl stubenrein wird. Meine Frage an euch, wo habt ihr denn den kleinen süßen Kerl her? Wir haben Kalle von einer Züchterin, das war uns auch ganz wichtig. Ich habe immer gesagt, egal was wir noch an Haustieren dazu bekommen, das kann gerne aus dem Tierheim sein oder von Bekannten oder von wo auch immer, falls es Tiere gibt, die unbedingt noch ein schönes, restliches Leben haben wollen. Aber gerade bei der Art Rasse ist es uns schon wichtig, dass sie von einem richtigen Züchter sind, weil es gerade bei diesen speziellen Rassen oftmals auch ja so Fehlkonstruktion hört sich jetzt so bescheuert an. Mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man muss bei dieser Zucht halt wirklich genau darauf achten, dass es alles reinrassig ist, dass alles ordentlich verläuft, dass da kein Schmu und so weiter mitgemacht wird, weil diese Rassen halt sehr, sehr anfällig sind, was zu Krankheiten und genetische Geschichten sind. Und von daher war es wirklich wichtig, dass es von einer vertrauten Zucht ist. Als nächstes wird gefragt, wie hat Heidi reagiert? Ich sag's euch, sie hat so unfassbar toll reagiert, sogar sich, glaube ich, noch mehr gefreut als Omi. Wir haben ja, wie gesagt, schon lange, lange davon gesprochen, dass uns irgendwas hier zu Hause fehlt. Und man hat irgendwie, alle Tierbesitzer kennen das, so ein schlechtes Gewissen, weil man möchte das andere Tier ja nicht ersetzen, was man ja auch nicht tut, aber man denkt es. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen war es die ganze Zeit, ja, stand es mehr im Raum. Und als es dann soweit war, wie eben letzte Woche, und wir die Omi überrascht haben und Hayley, die waren gleich so, wirklich, das hat ihr so gut gefallen. Das ist so, das Erste, was Hayley macht, wenn sie morgens die Augen aufmacht, Kalle runtergehen, alles andere ist uninteressant, sie möchte mehr hier unten spielen. Sie möchte mit ihm raus, sie streichelt ihn, sie küsst ihn. Also das ist wirklich ein Dreamteam und das freut uns natürlich. Gerade, weil man in ihm auch Rooney so oft sieht. Und das ist was ganz, ganz Positives. Wie klappt es denn mit den Katzen und dem Hund? Wie haben die Katzen reagiert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war unsere kritischste Frage, die wir uns gestellt haben, ob das wirklich so klappt. Das mit Rooney und den Katzen war damals schon, ja, so ein Ding für sich. Das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Also es war jetzt nicht so, dass die Best Friends geworden sind. Sie haben sich nachher einfach, ja, respektiert, würde ich auch nicht sagen, aber akzeptiert und sind sich einfach, ja, aus dem Weg gegangen. Wir haben ja hier Gott sei Dank genug Platz.
Und jetzt haben wir gedacht, okay, als Welpen ist das ja immer noch mal was anderes und man liest ja viel und man hört viel, dass gerade so, wenn Welpen und Katzen aufeinandertreffen, dass es oftmals wirklich zu Freundschaften kommt. Noch eher, wenn beides kleine Babys sind. Unser Willi hat schon sehr viele Annäherungsversuche gemacht. Die anderen, muss ich wirklich sagen, also ob der Hund nun da ist oder Peng, die haben es mitbekommen, gucken mal und dann gehen sie ganz arrogant vorbei, wie die Katzen halt so sind. Das sind so Persönlichkeiten für sich. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir eine Katze irgendwo hingepiescht hat. Das ist ja auch oftmals so, dass wenn denen was nicht passt, dann zeigen sie uns in Form einer riesen Markierung irgendwo. Das gefällt mir nicht, Leute, das will ich nicht. Aber gar nichts demgleichen. Die verhalten sich genauso wie vorher. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen drauf achten, wie wir das machen mit dem Rausgehen, weil der Kleine weiß natürlich nicht, was die Katzen so können. Quasi. Und das wollen wir natürlich am Anfang vermeiden. Gerade jetzt noch so in der Einstiegsphase, da muss er nicht unbedingt mit den Katzen diese Begegnung machen. Aber der Willi ist sehr, sehr neugierig und eigentlich interessiert es ihn auch total, aber trotzdem geht er ihm auch noch aus dem Weg. Wir müssen gucken, was die Zeit so bringt, aber wir können uns glücklich schätzen, alle drei Katzen machen das super. So zuckersüß, Hunde machen das Leben einfach so viel lebenswerter, das stimmt auf jeden Fall. Zur Frage, wie kommt bzw. kamt ihr auf den Namen Kalle? Also Kalle gibt es ja eigentlich schon bei uns hier in der Familie, nämlich Hayleys Lieblingspüppi. Die heißt ja auch Kalle und Hayley kann Kalle einwandfrei aussprechen. Das war uns auch wichtig, dass sie das nicht großartig noch üben muss, sondern dass es einfach auch aus dem Mund geschossen kommt. Und Kalle war einfach so ein Name. Irgendwie hat er für uns alle sofort gepasst. Omi hat ihn schon mehrmals mal erzählt, dass sie ihn gut findet, denn sie war mal bei uns im Einkaufszentrum, dem Louvre Center. Das habt ihr auch schon ganz, ganz oft gesehen. Da haben wir schon ganz viel gevloggt. Und da ist ihr mal, ich meine, das war eine französische Bulldogge, entgegenkommen mit Halter. Und die hieß Kalle. Und da hat sie gesagt, Kalle ist echt ein cooler Name. Und wir finden allgemein, ja, zu diesen Knautschkugeln passen einfach diese Namen wie Spencer oder Karl-Heinz, Kai-Uwe, Bruno. Das sind so typische Molosser-Namen, finde ich. Geht ihr zur Hundeschule? Also wir wollen den kleinen Kalle auf jeden Fall bei der Hundeschule anmelden. Derzeit ist es aber so, dass wir ihn, wie gesagt, erstmal stubenrein bekommen möchten. So richtig, zu 100%. Dann wird es auch hier im Haus einfacher. Dann kann man ihn auch in alle Zimmer mit reinnehmen und ihm auch mehr zeigen. Aber solange das halt noch nicht Hand und Fuß hat, brauchen wir noch gar nicht weiter hier im Haus mit ihm rumturnen. Weil wir, ich glaube, die ersten 48 Stunden gefühlt 1000 Kilogramm Zebrarollen aufgebraucht hatten, denn dieser Hund hat es einfach nicht verstanden, dass man draußen sein Geschäft erledigt. Pipi wie auch groß, aber mittlerweile hier auf Holzklopf funktioniert das einwandfrei. Dann ist momentan natürlich auch noch die Eingewöhnungsphase, die Kennenlernphase. Das ist jetzt nicht so, dass der Hund hier ist und wir sofort anfangen mit Sitz, Platz, Fuß. Natürlich Grundregeln mit aus und nicht in die Füße und Hände zwacken. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon, das ist jetzt unser dritter Hund, unsere Erfahrung und wissen schon im Groben, worauf man immer bei dem Nächsten achten wird, was man dem Nächsten nicht durchgehen lässt und so weiter. Aber Hundeschule wird auf jeden Fall ein Thema sein, aber alles nach und nach. Und ihr werdet das ja in unseren Vlogs auf jeden Fall auch mitverfolgen. Wer hat Kalle ausgesucht und wie war das erste Treffen mit ihm? Also Kalle hat wirklich zu 100% die Omi ausgesucht, vom ersten Blick her. Da hat sie gesagt, diesen kleinen Knutschkugel-Mondgesichtszwerg kann ich mir auf jeden Fall an unserer Seite vorstellen. Ralf und ich hatten noch den anderen Rüden im Blick, aber ich muss ganz ehrlich sagen, tolle Entscheidung, Omi, wirklich, einwandfrei. Und das erste Treffen war auch ganz, ganz toll, auch für Hayley, die war hin und weg, Leute, es war so, so zuckersüß. Und auch für Omi, es war sehr emotional, muss ich dazu sagen. Also diese Euphorie und Freude, die man erst hat, wenn es denn endlich soweit ist, dieser Tag X, dass man sich den Hund dann anguckt, war ganz, ganz toll. Und auf dem Rückweg war man sehr emotional und Omi natürlich noch viel, viel mehr. Und dann kommen diese Zweifel wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, bezüglich dieser, ist das das Richtige, ist es schon zu früh, ist es eine Art Abschied richtig vom anderen Tier und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Gedankengänge, die einem hochkommen und auch die ganzen Erinnerungen. Und deswegen, es war sehr, sehr emotional. Welche Farbe das ist, die nennt sich Blue and Tang. Auch wenn es über 100 Fragen gewesen sind, irgendwie war es doch immer dasselbe. Und deswegen habe ich quasi alles jetzt beantwortet. Hier habe ich eben noch eine Frage gesehen, ob er uns oft, ich finde das jetzt gerade hier, nicht an Rooney erinnert und ob es denn nicht zu schwer für uns ist.
weil er ihm so ähnlich sieht. Also es ist schon so, dass er in vielerlei Hinsicht uns ganz, ganz stark an Rooney erinnert. Aber wir müssen dazu sagen, genau das ist irgendwie das total Positive, dass uns Rooney noch stärker in die Erinnerungen geholt wird, dass man ihn so oft sieht und wir sagen auch ganz oft Rooney, Kalle, Püppi, man kommt schon richtig durcheinander, aber alles viel mehr im Positiven, das hätten wir vorher gar nicht gedacht. Es ist wirklich ja, ein ganz treuer Begleiter und ein tolles Gefühl, einen zweiten Rooney zu haben, aber eben nicht Rooney. Rooney war das und das ist jetzt Kalle. Wie kamt ihr darauf, die Hunderasse zu nehmen, weil wir schon immer Bullies gehabt haben? Wie teuer ist eine solche Rasse aus einer Zucht? Also die sind nicht günstig. Also wenn es eine richtig vernünftige Zucht ist, zu der man auch Vertrauen hat und wo alles einwandfrei funktioniert, jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, kann sich in etwa denken, was so ein Tier kostet. Ist nicht ohne, aber lieber so, als wenn man, was ich schon zu Anfang gesagt habe, irgendwie so einen Schmuhzüchter hat oder irgendwas quasi, so grob gesagt, hinter der Haustür geworfen und so weiter und so fort. Aber das ist es uns halt auch wert gewesen. Was müsst ihr beachten, was die Erziehung angeht? Ich glaube, das ist so ein spezielles Thema, die Erziehung und Hundeschule und was da auf uns zukommt und auf den Hund und wie wir das Ganze handhaben. Das würde hier und jetzt den Rahmen sprengen, wollte ich sagen. Jetzt war die SD-Karte gerade auch noch leer, aber das macht gar nichts, denn ich wollte es ja gar nicht so in die Länge ziehen. Ich schätze mal, das sind schon wieder gefühlt 20, 30 Minuten geworden. Kalle ist echt Gold wert und bringt ganz, ganz viel Liebe und Mut und ja, Glück wieder in unser Haus, gerade nach dem schweren Verlust letztes Jahr. Auch mit positiven Erinnerungen an Rooney. Wie gesagt, es ist alles irgendwie, man lässt es alles neu aufleben. Aber ihr werdet das alles sehen. Ich werde jetzt hoch zu meinem Mäuschen. Meine Freundin kommt gleich. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf Kalle. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich das immer so zwischendurch mal in den Vlogs beantworten. Oder aber zu bestimmten Themen wie Hundeschule oder eben Erziehung, Futter. Ach, was es alles so für Themen gibt, mal so spezielle Videos machen. Es sei denn, ihr sagt, boah, Jule, bloß keine Welpen- oder Hunde-Videos, dazu haben wir ja nun gar keinen Bock. Ist das auch gar kein Thema, aber er gehört jetzt halt auch mit dazu. Ihr könnt das alles entscheiden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und denkt dran, wir arbeiten jetzt daran, wieder regelmäßig für euch zu vloggen und Videos zu machen. Wobei ich sagen muss, ich war die ganze Woche über fleißig. Ich muss halt nur noch alles schneiden. Also Leute, macht es gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!